Winter-Ade. Lachende Kinder, funkelnde Augen, brennender Schneemann. Den Sommertagsumzug gibt es schon seit dem 17. und 18. Jahrhundert und ist ein Brauch, an dem traditionell der Winter verbrannt wird. In Speyer gibt es ihn seit 1946 und wird vom Verkehrsverein organisiert. Zum Sommertagsumzug 2016 haben wir diesmal Esther Wedekind-Ratzwi, die Organisatorin, ein paar Fragen dazu gestellt. In Speyer machen die 5 großen Grundschulen mit. Das sind die Wogbachschule, die Siedlungsschule, Salia-Schule, Zeppelin-Schule und die Schule im Vogelgesang. Wir bieten auch den Kindergärten an, teilzunehmen. Da nehmen 2 Kindergärten teil und auch noch die Tanzgruppe vom TSV, die dann das Rahmenprogramm begleiten wird. Und wir haben auch als Gast eine Schule aus Bruchsal dabei. Normalerweise tanzt da eine Tanzgruppe vom TSV. Wir hatten die letzten Jahre auch eine Flötengruppe dabei, Kinder, die singen, die Frühlingslieder singen. Ja, das muss alles im Vorfeld organisiert werden. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren Mitglied im Verkehrsverein. Bin dazu gekommen, weil ich eben selbst auch schon als Kind in den Genuss vieler Veranstaltungen gekommen bin, die der Verkehrsverein organisiert. Bin als Kind selbst schon mitgelaufen beim Sommertagszug. Habe dadurch auch mich entschlossen, im Sommertagskomitee mitzuarbeiten, bevor ich ihn seit 6 Jahren jetzt auch selbstständig organisiere. Ja, und inzwischen geht die Tradition insofern weiter, dass meine eigenen Kinder auch im Umzug mitlaufen. Also für mich ist die Veranstaltung ein wunderbarer, bunter Tag mit ganz vielen fröhlichen Kindern und strahlenden Kinderaugen auch, wenn dann ja erst bei dem Umzug selbst, wenn man eben sieht das Werk, was sie da alle gebastelt haben und wie sie sich geschmückt haben und wie sie sich verkleidet haben, das macht den Kindern unheimlich viel Spaß. Und dann eben auch, wenn dann auf der großen Wiese dieses Bild ist mit diesen vielen, vielen Kindern und tollen Kostümen. Ja, das ist einfach so schön, wenn da dann zur Krönung des Tages dann der Schneemann verbrannt wird, dass es auch wirklich die Mühe der letzten Wochen und Monaten davor ganz schnell wieder vergessen lässt. Also das ist für mich das Allerschönste, dieses bunte Bild dann am Schluss. Was macht ihr denn hier? Wir laufen mit und... Und verbrennen den Schneemann! Ja, wir freuen uns sehr auf den Frühling. Warum das? Weil da wird es wärmer, da können wir wieder ins Planschbecken spielen. Das ist toll.